Ich sage, das Beste ist nur gut, was ich machen will. Und ich will zu 100% hinter meinen Produkten stehen. Es muss sehr gut sein, betreffend vom Geschmack und vom Müssen. Und da kann ich und will ich nicht irgendwo einen Kompromiss eingehen. Mein Name ist Marcel Dobler und ich habe einen Weltmeistertitel in der Käseproduktion in der Kategorie Appenzeller Käse. Käserei Dobler besteht schon über 100 Jahre in der vierten Generation. Mein Urgroßvater war dran, der angefangen hat. So eine Käserei zügelt man jetzt nicht einfach gerade so heute auf morgen irgendwo an ein anderes Ort her. Weil grundsätzlich ist es auch so, dass ich zu der Region aus Milch habe. Also Käse herstellen tut man mal grundsätzlich mit Kuhmilch. Und die Milch auf Appenzeller Käse, die muss silofrei sein. Silofrei heisst, dass eine Art Kuh mit Gräs, mit Heu und mit Kraftfutter dort gefüttert werden. Ich fahre alltag etwa 40 km hier im Appenzellerland und dann nähernde Gebiet zum Milch sammeln. 1800 Liter gehen dort im Fahrzeugtank hinein. Die Milch muss qualitativ sehr hochstehend sein. Sprich, der Kalt muss stimmen, die Qualität betreffend Bakteriologie muss stimmen, die Temperaturen müssen stimmen. Das Besondere am Appenzellerkäse ist, die kleinen Kräutersalz, die wir dort einsetzen, müssen wir auch nicht fragen, was drin ist. Und durch die Pflege mit diesen Kräutersalz, die wir beim Schmierwasser beigeben, geht das über den Käse rinnen, geht das ins Produkt rein und gibt so noch ein gewisses Etwas. Natürlich, ein 6 Monate alter Käse und ein 2 Monate alter, das kann vom Geschmack her schon nicht gleich sein. Ob er wirklich gut geworden ist, merkt man dann, wenn man ihn probiert, wenn er konsumationsreif ist. Ich kann Privatkäse sehr gut essen. Am liebsten natürlich Mini-Käse, das ist so. Weil das ist ein phänomenales Produkt für mich. Und das ist die Welt.